Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, am Anfang einer solchen Debatte sollten wir noch mal Norbert Lammert zitieren, der in seiner Abschiedsrede vor dem Scheitern der Demokratie gewarnt hat und uns noch mal ins Buch geschrieben hat, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Zitat: Und wir wissen aus noch nicht ganz so lange zurückliegenden Phasen der deutschen Geschichte, dass auch Demokratien ausbluten können, dass sie ihre innere Kraft verlieren, wenn sie die Unterstützung der Menschen verlieren, für die es sie gibt. Und richtig ist, dass wir momentan erleben, dass Demokratie außerhalb Europas und außerhalb Deutschlands immer mehr in Bedrängnis kommt durch autokratische, durch repressive Systeme, auch an der Grenze zu Europa mit Blick auf die Türkei. Aber wir erleben auch, dass bei uns in Deutschland demokratiefeindliche Radikalisierung mehr und mehr zunimmt und gesellschaftlich zunimmt und unterstützt und akzeptiert wird, und zwar auch teilweise politisch. Und wir haben jetzt gestern bei der Gedenkveranstaltung gehört, dieses passt auf, was in Deutschland passiert. Und dass Sie jetzt, werte Damen und Herren der AfD, kommen und sich als Retter der Demokratie aufspielen, das ist schon sehr skurril. Denn, Herr Dr. Friesen, wir reden nicht nur über eine Klausel. Wir reden nicht nur über die Frage, wie man Wahlsysteme gestaltet, wer wen wählt, was in einer Demokratieklausel möglicherweise von Bedeutung ist. Sondern Demokratie ist auch ein Bewusstsein. Und es hat eine Haltung zur Demokratie und zu einer demokratischen Gesellschaft. Und es hat Werte, demokratische Werte. Und wenn ich zur Haltung komme, dann bin ich schnell bei den Fragen von Toleranz, Respekt, Ablehnung von Gewalt und auch einer humanitären, humanen Gesellschaft. Und wenn ich bei Werten bin, dann bin ich bei Freiheit, einer freien Gesellschaft, einer gerechten Gesellschaft und einer solidarischen Gesellschaft, auch möglicherweise denjenigen gegenüber, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern auch denjenigen gegenüber, die in Deutschland aber leben. Und das ist in Gefahr, weil es Menschen gibt. Nein, den Kollegen, das lassen wir jetzt mal. Danke. Weil es Menschen. Ach so. Aber zum demokratischen Grundverständnis oder zum Bewusstsein, das eine Demokratie so voraussetzt, gehört es nicht dazu, den parlamentarischen Diskurs einzugehen. Nein, das ist nicht irgendwie sehr konträr zu dem, was wir gerade eben so vielleicht eine halbe Minute zuvor gehört haben. Nämlich Folgendes. Komme, da bin ich schnell bei den Fragen von Toleranz, Respekt, Ablehnung von Gewalt und auch einer humanitären. Also Toleranz. Bei den Fragen von Toleranz, Respekt, Ablehnung von Gewalt. Sehr tolerant finde ich das nicht. Respektvoll ist das schon gar nicht, jemandes Frage nicht zu beantworten. Vor allem halt, wenn man gerade noch da gesagt hat, also zur Demokratie gehört ein gewisses Bewusstsein, ja? Also dein demokratisches Bewusstsein, oder Entschuldigung, ihr demokratisches Bewusstsein, Herr Weinberg. Da kannst du nichts zu sagen.